Die Schweiz bietet für Pharmafirmen einen attraktiven Standort. Davon profitieren wir als Patientinnen und Patienten, aber auch als Bürger. Der internationale Konkurrenzkampf ist aber hart. Und wir müssen uns vorbereiten, dass auch in 10 Jahren von heute die Pharmaindustrie immer noch eine attraktive Branche ist in unserem Land. Und zu diesem Zweck hat Interpharma einen Strategiebericht lanciert, den wir gerne mit den Stakeholdern diskutieren wollen, damit wir sicherstellen können, dass wir auch in 10 Jahren von heute für den Patient, für unser Land einen attraktiven Pharma-Standort haben. Unsere Zielsetzung ist es, dass alle Patienten in der Schweiz einen möglichst raschen und breiten Zugang zu innovativen Arzneimitteln haben. Neue Technologien und effizientere Medikamente tragen dazu bei, dass Patienten länger und auch besser leben. Hierzu würden wir gerne 3 Punkte diskutieren. Erstens, eine raschere Zulassung durch Swissmedic. Hier gibt es sicherlich noch die Möglichkeit der Optimierung. Zweitens, eine Vergütung am Tag der Zulassung. Drittens, auch weiterhin eine Honorierung der innovativen Arzneimittel innerhalb eines nachhaltigen Systems. Die Digitalisierung und der technologische Fortschritt schaffen neue Forschungsansätze. Und daraus ergibt sich ein großes Potenzial für medizinischen Fortschritt und für den Patientennutzen. Um diesen Patientennutzen realisieren zu können, braucht es die Zusammenarbeit aller Anspruchsgruppen, und zwar in folgenden 3 Themenbereichen. Erstens, wirksamer Patentschutz, damit die forschende pharmazeutische Industrie weiterhin in der Schweiz forschen und entwickeln kann. Zweitens, mehr klinische Studien, damit Patientinnen und Patienten in der Schweiz früher zu lebensrettenden Therapien kommen. Und drittens, hochwertige Gesundheitsdaten, damit die Qualität der Behandlungen für die Patientinnen und Patienten in der Schweiz verbessert und gesichert werden kann. La Suisse doit disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée à tous les niveaux. Le secteur pharmaceutique doit conserver un rôle moteur dans la mise en œuvre d'une économie durable. Les emplois doivent être conservés dans l'industrie pharmaceutique afin que celui-ci puisse contribuer à notre prospérité. L'économie suisse doit continuer de bénéficier de l'important volume d'exportation du secteur. Die Pharmabranche, die Politik und die Behörden sind gefordert, den Pharma-Standort Schweiz weiter zu stärken. In diesem Sinne freuen wir uns auf einen konstruktiven Dialog mit allen relevanten Partnern zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten und zum Wohle unseres Landes.